Die Pythons sind eine Familie von Schlangen aus der Überfamilie der Pythonoidae. Aufgrund der körperlichen Merkmale... Die Programmiersprache Python ist eine universell einsetzbare Sprache mit gut lesbarem und knappen Programmcode. Python ist unter Programmierern sehr weit verbreitet und liegt mit ca. 3,4% Marktanteil auf Platz 5 der TUBE-Rankings hinter Java, C und C++. Die objektorientierte Sprache ist 1991 erschienen und wird von der Python Software Foundation mithilfe der Python Community weiterentwickelt. Ursprünglich designt wurde die Programmiersprache jedoch von dem niederländischen Programmierer Guido van Rossum. Später arbeitete er für Google weiter an der Sprache, bis er 2013 anfing bei Dropbox zu arbeiten. Die klare und übersichtliche Syntax von Python macht die Sprache sehr einfach zu lernen und wird Anfängern häufig als ultimative Programmiersprache zum Lernen empfohlen. Daher wird sie auch von vielen Schulen als anfängliche Sprache unterrichtet und selbst Kinder können Python lernen und verstehen. Das ist unter anderem auch darin zu begründen, dass Python viele Züge von Sprachen wie Java, C, C++, Perl, Haskell und mehr hat und daher mit erweiterten Python-Kenntnissen sich auch schnell in andere Sprachen hineinfinden lässt. Genau das ist auch das Ziel bei der Entwicklung gewesen. Man wollte eine Sprache mit großer Einfachheit und Übersichtlichkeit entwerfen. Dabei ist die Syntax stark reduziert und möglichst wenige verschiedene Schlüsselwörter bzw. Befehle werden verwendet. Hier ein Beispiel links, der im Vergleich zu Assembly schon recht kurze Java Quellcode für ein Hallo Welt Programm, welches nichts weiter tut als Hallo Welt auszugeben. Rechts das Ganze in Python. Trotz allem ist Python extrem umfangreich. Es werden Intel-Prozessoren mit Python getestet, Spiele wie Civilization 4 werden mit Libraries wie Pygame oder Spiele-Engines programmiert und vor allem Seiten wie Google, Instagram oder YouTube, die wir tagtäglich nutzen und die massenhaft an Informationen verarbeiten müssen, werden von Python betrieben. Vor allem letzteres liegt wahrscheinlich an der Effizienz von Python. Die Programmiersprache ist schnell, klein und kann selbst große Aufgaben oder viele kleine Aufgaben zuverlässig lösen. Aufgrund der Effizienz wird Python auch für künstliche Intelligenzen bzw. neuronale Netzwerke genutzt, welche teilweise mehrere tausend Aufgaben pro Sekunde berechnen müssen. Auch ein nicht zu vergessenes Argument ist die unglaubliche Community von Python, welche wie schon erwähnt bei der Entwicklung mitwirkt, aber auch Libraries und mehr für Python erstellt und teilweise Open Source veröffentlicht. Derzeit sind zwei Hauptversionen von Python verfügbar, Python 2 und Python 3. Wobei Python 2 nicht mehr weiterentwickelt wird und nur noch aus Legacy-Gründen verfügbar ist. Die letzte Version von Version 2 ist 2010 erschienen. Seit 2008 ist jedoch Python 3 verfügbar und wird aktiv verbessert und erweitert. Einer der wenigen Nachteile von Version 3 ist, dass es einen Bruchteil weniger Libraries für die neue Version gibt. Sollte man wissen, dass man diese fehlenden Libraries nicht benötigt, ist es absolut empfehlenswert, die neuere Version zu nutzen. Man sollte als Entwickler allerdings möglichst versuchen, eine Software von Python 2 auf Python 3 Schritt für Schritt umzustellen, da der Support nicht ewig anhalten wird und man damit auf jeden Fall auf der sicheren Seite und dem aktuellen Stand der Technik ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Python eine fast unvorstellbar gute Sprache ist, da sie effizient, schnell, umfangreich, erweiterbar, einfach und beliebt ist. Für absolute Programmieranfänger ist diese Sprache ein Muss. Man kann sich unfassbar schnell in der Sprache ohne Vorkenntnisse einfinden und unzählige Tutorials und Guides lassen sich online und auf Papier finden. Auch ich habe damals mit Python angefangen, nutze es aber trotzdem immer noch. Die meisten Nachteile von Java, zum Beispiel Langsamkeit, gibt es bei Python nicht. Umgekehrt gibt es jedoch auch Vorteile von Java. Alles hängt vom Anwendungszweck ab. Ich bedanke mich wie immer herzlichst fürs Zusehen. Lasst doch gerne eine Bewertung da und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Woche wieder mit der einfallsreich benannten Sprache.